es war nicht wirklich überraschend, dass Dennis Thune der Polesetter für dieses Rennen hier ist. Er, nämlich der amtierende Vize-Champion, ist ganz vorne wieder mit dabei an diesem Wochenende. Auch der Tabellenführer übrigens in der DD2 Masterwertung, 319 Punkte, 4 von 6 Rennen bisher gewinnen können. Startet wieder ganz vorne. Ihm zur Seite gestellt Michael Becker vor Nico Grimm, der zweimalige Saisonsieger, und zwar die beiden Rennen in Wackersdorf, 2 der 3 Rennen dort gewonnen. In der dritten Position Lennart Schreiber, 4. Dann Klaus Panet und Marco Winkler. Winkler, der ja hier mehr oder weniger sein Heim spielt, auf dem Mülsener Boden feiern darf und kann. Stefan Grabo und Chris Köpp in der 4. Startreihe vor Andreas Neumann und Tanjo Yildiz. Thomas Moritz dann übrigens in der 11. Gesamtposition geführt. Das also die 11. DD2 Masterpiloten, die jetzt gleich auf die 14 Minuten Renndistanz gehen werden dürfen. Und Dennis Thune mit einer kurzen Pause war ja schon in der DD2-Klasse eben am Start. Dann eben 14 Minuten Pause gehabt, 20 Minuten insgesamt bis zu diesem Rennen, bis zum Master-Rennen, wo er wohl derjenige sein wird, über den der Titel gehen soll, um dann wieder am Weltfinale, das ja in diesem Jahr in Bahrain stattfindet, dort teilzunehmen. Dennis Thune. Es ist angerichtet. In Zweierreihen geht es jetzt auf Start und Ziel. Dennis Thune in Fahrt Richtung rechts. Ampel ist nicht ausgegangen und damit eine weitere Einführungsrunde. Das war dem Rennleiter ein bisschen zu chaotisch. Und ich glaube, dazu alle haben das dann auch mitbekommen. Dennis Thune wird also noch eine weitere Runde dem Feld vorneweggestellt sein. Er bekommt noch eine zweite Möglichkeit, hier das Ganze vernünftig über die Bühne zu bringen. Genug Erfahrung sollte dort vorhanden sein bei Dennis Thune. Neuer Versuch. Versuch Nummer 2. 1,315 Kilometer lang der Kurs in Mülsen. Heute schon mal angesprochen, damit der längste Kurs in dieser Saison. Und jetzt also die letzten Meter, bevor es dann mit Rennaction auf der Strecke weitergeht. 14 Minuten und eine Runde Renndistanz. Ampel geht diesmal wieder nicht aus. Sie bleibt erneut dran. Und damit wird es einen dritten Versuch geben. Okay, anscheinend die Ampel nicht ausgegangen, obwohl sie ausgehen sollte. Und damit die Startfreigabe wohl doch erfolgt. Einer ganz langsam unterwegs, und das müsste Chris Köpp sein, der dort. Nein. Mit Rot wird also dieses Rennen jetzt erst einmal unterbrochen, weil die Ampel nicht ausgegangen ist, obwohl sie ausgehen sollte. Und damit man da jetzt einen vernünftigen Start vollziehen kann, hat man gesagt, okay, man unterbricht dieses Rennen mit Rot. Man führt das Feld auf Start und Ziel noch einmal zusammen. Der Rennleiter hat sich dort auf Start und Ziel auch schon positioniert, um nochmal ein Gespräch auch mit den Polesetter, mit dem Polesetter und dem Zweitplatzierten zu führen. Mit Dennis Thune und mit Michael Becker. Dahinter dann Nico Grimm und Klaus Panet. Nein, das ist nicht richtig. Das wäre die Reihenfolge gewesen. Da wird man sich jetzt aber wieder neu aufstellen dürfen. Ja, alle zurückgekommen, bis auf eben jener Chris Köpp, der mit der 500
47 stehen geblieben ist nach diesem engen Haken bei Anfahrt ja der zweiten Gegengerade, die ja dann wieder parallel zur Geraden verläuft. Wird jetzt das Feld noch einmal ein bisschen sortiert. Dann wird das Rennen natürlich erneut gestartet. Dennis Thum bekommt nochmal letzte Instruktionen. Fragt dann nochmal nach. Es ist die direkte Information Lab. So, dass jetzt gleich nach dieser Runde das Rennen dann gestartet werden soll. Ja, nochmal von vorne. 14 Minuten, auch wenn es oben noch mit 13 Minuten 31 Sekunden eingeblendet ist, wird diese sicherlich dann wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Oder auf 14 Minuten zurückgesetzt werden. Genauso ist es. Ampel ist schon mal auf Rot geschaltet. Lassen Sie sich nicht irritieren. Die Grafikeinblendung ist nicht die richtige. Es ist nicht schwarz-weiß kariert draußen. 14 Minuten, jetzt ist es richtig. Renndistanz für diesen ersten Wertungslauf an diesem Wochenende. Chris Köpp kann leider nicht mehr dran teilnehmen. Wäre ja aus der 8. Position ins Rennen gegangen. Thum, Becker auf 1 und 2. Grimm, Schreiber, Parnett, Winkler in der 2. und 3. Startreihe. Jetzt in langsamer Fahrt, zurückkommend auf Start und Ziel. Es sind 5 Startreihen, 10 Fahrzeuge, 14 Minuten Renndistanz. Plus eine Runde Rennrunde. Langsame Fahrt. Die Ampel auf Rot geschaltet. Jetzt wird das Tempo angezogen. Jetzt ist sie ausgegangen und damit der Start tatsächlich freigegeben. Und sehr guter Start dort von Michael Becker. Ende Start und Ziel hat er die Nase vorne. Und auch außen herum geht Lennart Schreiber ebenso noch an Dennis Thum vorbei. Und der hat dann auch noch den nächsten vorbeiziehen lassen müssen. Marco Winkler neu in der 3. Position. Geht dort jetzt direkt Richtung Lennart Schreiber, um vielleicht sogar die 2. übernehmen zu können. Nico Grimm, der Tabellenzweite, hinter Dennis Thum direkt zu finden, während Michael Becker, der in diesem Jahr noch keinen Saisonerfolg innehatte, zweimal Platz 2 in den beiden letzten Rennen in Kerpen, waren die besten Resultate, die er da eingefahren hat, versucht jetzt sein Heil in der Flucht zu suchen und zu finden. Lennart sich versucht abzusetzen und hier quer durch die Grasnarbe. Andreas Neumann. Und einer ist da in die Box abgebogen. Das war Thomas Moritz. Für ihn dieses Rennen also auch frühzeitig eigentlich schon gelaufen. Vielleicht wird er hier nochmal rausfahren. Thomas Moritz aber abgebogen in die Boxengasse. Dennis Thum wieder vorbei an Marco Winkler. Auch Nico Grimm ist damit vorbeigegangen. Jetzt der nächste Versuch. Thum gegen Lennart Schreiber. Zeit genug ist vorhanden. Das weiß auch Dennis Thum. Wird er jetzt keine überhasteten Überholmanöver tätigen? Bin ich mir ziemlich sicher. Außen herum, vor der Anbremsphase, ist er da schon vorbei an Lennart Schreiber. Überhastet nicht, aber kontrolliert und schnell. So kann man das Ganze vielleicht jetzt am ehesten beschreiben. Ich glaube, dass auch jetzt Chris Köpp dann einen kurzen Prozess machen möchte, um
dran zu bleiben an Dennis Thrum, denn das ist ja der direkte Kampf in der Meisterschaft. Hat sich den auch sehr schnell zurechtgelegt und ist vorbeigegangen. Klasse Manöver. Wie viel von seinem Vorsprung musste er jetzt in der letzten Runde einbüßen? Michael Becker, gleich mal 2/10. Es gibt eine 5 Sekunden Zeitstrafe gegen die Startnummer 502. Gegen Klaus Parnet. 5 Sekunden, das ist im Normalfall für das Verlassen des Korridors mit allen 4 Reifen. In der Startphase wird sicherlich aber gleich uns auf dem Lifetiming-Monitor nochmal angezeigt. Bin ich mir ziemlich sicher. Michael Becker und Dennis Thum. Der Kampf um die Führung wird gleich ein Dreikampf werden. Nein, die 5 Sekunden Zeitstrafe gab es übrigens für Pushing. Das müsste dann das Duell gegen Andreas Neumann gewesen sein. Und jetzt der Angriff, Dennis Thum, Ende, Start und Ziel. Früh in diesem Rennen, das hat ja keine 4 Runden gedauert, übernimmt sich die Führung wieder. Und damit die Reihenfolge an der Spitze erstmal wieder hergestellt nach diesem verkorksten Start. Von Dennis Thum. Wird er sich sagen, gut, was ich da wieder verloren habe oder was ich da verloren habe, habe ich jetzt wieder gut gemacht. Alles in Ordnung. Genau so ist es auch. Führt dieses Rennen jetzt wieder souverän an. Kann sich gleich lösen. Und Chris Köpp wird dann der Nächste sein, der sich dort anstellen wird gegen Michael Becker. Achtung, direkt auf die Innenbahn. Da kommt der Angriff. Erstmal Becker in der Lage, diese Position zu verteidigen. Chris Köpp hat sich erstmal wieder hinten anstellen müssen. Hat gemerkt, dass da kein Platz ist, um Platz 2 zu übernehmen. Aber er auch da hat er ja noch 9 Minuten Zeit. Und noch ist Dennis Thum auch nicht zu weit weg, um vielleicht da nochmal anzugreifen. Letzte Rundenzeit geht nämlich auch an Nico Grimm in diesem Rennen. Der eine 51.061. Ist zwar damit nur 29 Tausendstel schneller als der Spitzenreiter Dennis Thum in seiner schnellsten Runde, aber immerhin. Jetzt sollte er sich langsam aber anschicken, dort gegen Michael Becker ernst zu machen. Möchte er tatsächlich mit Dennis Thum nochmal um die Position kämpfen. 50.973, gefahren von Dennis Thum an der Spitze. Der erste in diesem Rennen, der unter die 51er Marke fährt, war ja auch im Qualify einer der ersten, oder ich meine sogar der einzige unter 51 Sekunden. Das zeigt mal wieder die Stärke von Dennis Thum, auch die Nervenstärke, die er da hat. Den Start vielleicht nicht optimal getroffen, aber zu wissen, dass dieses Rennen eben über 14 Minuten geht und die eigene Stärke zu kennen und zu wissen, okay, ich brauche nicht die Nerven zu verlieren, dann greife ich ein bisschen an, übernehme die Spitze und versuche dann ganz schnell einfach ein bisschen Vorsprung zu generieren. Und genau das macht er. Knappe 4/10 an Vorsprung herausgefahren. Und jetzt kommt dann auch Michael Becker und Nico Grimm unter die 51er Marke. 50.8 von beiden. Nochmal ein Stückchen schneller. Für die schnellste Runde gibt es ja keine zusätzlichen Punkte zu vergeben. 55 Punkte für den Laufsieg, 52 für Platz 2, 50 für die dritte Position. Das mal die ersten drei zu erwähnen.
60-7 gefahren von Michael Becker in der letzten Runde. Aber nichtsdestotrotz setzt sich jetzt Nico Grimm durch mit einem extrem späten Manöver innen reingestochen beim Anbremsen. Geht er vorbei, hat sich das jetzt lang genug angeschaut, hat die Schwäche erkannt, vielleicht die dort Michael Becker inne hatte. Oder in diesem Moment gemerkt, okay, pass auf, da geht's jetzt gerade, da ist die Tür vielleicht ein Spalt offen, da schleiche ich rein, die Tür trete ich durch und dann bin ich einfach an der zweiten Position und kann mich jetzt nach vorne konzentrieren. Das wird sicherlich jetzt das Ziel sein von Nico Grimm. 6 Minuten 10 noch zu fahren. Etwa bei Rennhalbzeit, vorbeigegangen. Hat jetzt die Hälfte des Rennens also noch Zeit, um nach vorne zu schauen, Richtung Dennis Tu. Es ist das Duell der DD2 Master Saison 2023. Zumindest in der ersten Saisonhälfte. In Wackersdorf lief es pro Nico Grimm. In Kerpen auf dem Erftlandring lief es dann eher pro Dennis Tu. Hier in Mülsen bisher eher für den amtierenden Vize-Champion, der auch jetzt an der führenden Position geführt ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden für beide. Es geht um 55 wichtige Punkte im Kampf um das Weltfinalticket von Bahrain. 5 Sekunden Zeitstrafe übrigens gegen Andreas Neumann. Er trifft den 9. Platzierten, der ist aber hier bei Start und Ziel noch nicht vorbeigekommen. Auch da gab es wohl den Ausfall bei Andreas Neumann, genauso auch bei Klaus Pane übrigens. Ärgerlich für beide, waren ja gar nicht so schlecht sortiert an der 7. und 8. Position. Rundenzeitenvergleich an der Spitze. Nachgefahrenen 11 Runden zeigt uns eine 50-8 von Dennis Thum, eine 50-7 von Nico Grimm. Eine Zehntel gut gemacht. Er in 5 Runden dran. In etwa. Aber die beiden wechseln sich da stetig ab, was die Rundenzeiten angeht. Mal fährt der eine schneller, mal der andere. Im Moment braucht sich Dennis Thum keine Gedanken zu machen. Gelbe Flagge, Auslöser dafür. Übrigens Stefan Grabo. Ja. Dort am Ende der zweiten langen Gerade. Wir gehen gerade zum Start und Ziel. Jetzt der Angriff Michael Becker wieder zurück an die zweite Position. Ein bisschen unerwartet, möchte man fast meinen. Man hat zwar gesehen, dass Becker die ganze Zeit dahinter unterwegs ist, aber man hatte sich eher darauf verständigt, nach vorne zu blicken. Deswegen jetzt überraschend erst einmal wieder an der zweiten Position Michael Becker. Das spielt natürlich Dennis Thum jetzt komplett in die Karten. Der dürfte auf und davon sein, 3 Minuten vor Schluss. Und wenn die beiden jetzt in Position 2 kämpfen, dann kann vorne an der Spitze Dennis Thum sein Ding ganz normal runterrattern. Auch noch eine Zeitstrafe übrigens gegen Stefan Grabo. 5 Sekunden auch dort noch oben drauf. Dennis Thum, 2 Minuten vor Ablauf dieses Rennens. Das heißt, wir werden noch 4 Runden haben auf der Strecke. Der Kampf um die zweite Position scheint jetzt eher in Richtung Michael Becker zu laufen,
der tatsächlich das Tempo nochmal angezogen hat. In der letzten Runde 2 Zehntel schneller. Während es erneute gelbe Flaggen gibt gegen Lennart Schreiber. Dem bis dato Viertplatzierten. Hat sein Kart abstellen müssen. Außen vorbei auch dort. Das Rennen. Und jetzt ist Michael Becker gleich dran an Dennis Thum und ich sehe Thum hier noch nicht als Sieger. Letzte Runde. Wieder 2 Zehntel pro Michael Becker. Nur noch 3,5. Sechs Fahrzeuge noch im Rennen, 3 davon im Kampf um die führende Position. Ja, und jetzt scheint Dennis Thum das Tempo nochmal anzuziehen. Er haushaltet. 50-5-8-4. Boah. Hat er da nochmal eine Runde rausgehauen. Marco Winkler übrigens in der 4. Position. Tanjo Yildiz auf Rang Nummer 5. Oder ist Stefan Grabo mittlerweile vorbeigegangen? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, dass Stefan Grabo, der hier eine Sekunde, 1,3 Sekunden pro Runde schneller ist, wohl den Weg noch vorbeifinden wird. Wir befinden uns in der vorletzten Runde. Bei den beiden bin ich mir noch nicht so sicher, wer dort als Zweitplatzierter den Zielstrich kreuzen wird. Angriff von Chris Köpp. Die letzte Runde beginnt. Das war eine Frage. Eher nein, lautet meine Antwort. Dafür der Abstand zu groß. Noch Tanjo Yildiz. Übrigens vor Stefan Grabo. Kann sich da halten. Halten kann sich aber Michael Becker nicht an der 2. Position. Das hatten wir doch schon einmal. Just an dieser Stelle, dass genau dort Nico Grimm reinsticht, um vorbeizugehen. Übernimmt damit Platz 2. Nur wenige Meter vor Ende dieses Rennens. Der Sieg an Dennis Thum. Dann Nico Grimm, der Tabellenzweite vor Michael Becker in der 3. Position, der auch als Tabellendritter hierher gereist ist. Marco Winkler wird 4. Gutes Resultat für ihn. Bisher in diesem Jahr noch nicht so richtig in Tritt gekommen. Bestes Saisonresultat für den 6. Platzierten in der Meisterschaft. Ja, und dann ist es tatsächlich Stefan Grabo vor Tanjo Yildiz am Ende. Nichtsdestotrotz, gutes Rennen von beiden. Stefan Grabo kriegt aber noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe obendrauf. Und damit ist Yildiz wieder an der 5. Position zurück. Bestes Saisonresultat mit 48 Zählern für Tanjo Yildiz. Starkes Resultat. Wir sehen es eingeblendet. Lennart Schreiber, Klaus Panet, Andreas Neumann, Thomas Moritz und Chris Köpp. Leider ausgefallen. Und erneuter Sieg für Kraft Motorsport. Hier bei diesem Rennen. Wir sagen erst einmal für den Samstag vielen lieben Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie hier mit dabei sind. Morgen geht es dann weiter. Das Ganze ab 8 Uhr mit den Warm-ups. Ab 9 Uhr beginnen wir dann mit den Rennen 2 der einzelnen Wertungsklassen. Wir freuen uns drauf, melden uns dann wieder zurück, sagen erst einmal, habt noch einen schönen Samstag, einen schönen Samstagabend und bis morgen.